Am Ort des Geschehens fühlt sich Ken Follett am wohlsten. Obwohl er 22 Mitarbeiter in London beschäftigt, ersetzt das nicht die eigene Recherche. Da ist er noch ganz der Spürhund, der Journalist, der alles, aber auch alles ganz genau wissen will. Jeder Satz trifft wie der Schuss eines Snipers. Und hier sehen wir die ideale Position für einen Heckenschützen. Man muss sich vorstellen, dass sie nicht direkt auf das Ziel losgestürmt sind, sondern einfach ein Loch in die Hauswand geschlagen haben. Von diesem Haus ging es weiter zum nächsten und so weiter. Und immer zerstörten sie dabei die Wohnungen der Bewohner. Dieser Ort verwandelte sich in einen Friedhof. Erbarmungslos töteten sich die bis aufs Blut verfeindeten Gegner. Es war auch ein Kampf der Ideologien. Linke gegen Rechte und umgekehrt. Gnade war da fehl am Platz und so wurde dieser kleine Ort zu einem Mahnmal der Geschichte. Früher war das noch ein intakter Ort, eine kleine Stadt, mit einem Bahnhof und einem Bürgermeister. Und dann wurde es zu einem Schlachtfeld. Das war mein erster Eindruck. Alles wirkte so surreal und zutiefst traurig. Die Bewohner mussten miterleben, wie ihre Häuser zerstört wurden. Und viele wurden getötet. Auf beiden Seiten der Front. Noch immer jagen diese Ruinen dem Betrachter einen Schauder über den Rücken. Genau wie Ken Folletts zweiter Roman in seinem Jahrhundertepos. Selten bewegte sich der Waliser näher am Zeitgeschehen als diesmal und weckt im Leser das Interesse an der jüngeren Geschichte. Dieser Ort wurde nach der Schlacht nie wieder aufgebaut oder besiedelt. Man errichtete einfach daneben ein neues Belchite. Die Ruinen blieben unberührt stehen und bieten eine seltene Gelegenheit. Man kann hier einfach nur durchgehen oder genau an jenen Stellen stehen, wo sich die Kämpfer gegenübergestanden haben. Aber auch für Ken Follett war es ein langer Weg bis zur Meisterschaft. Aus einem gewaltigen Berg historischer Fakten hat er die Essenz destilliert, um seinen Helden bis auf den Grund des Herzens zu gehen. Deshalb steht dieses Buch auch ganz in der Tradition aller Antikriegsromane. Das eigentliche Drama dieser Geschichte erschließt sich nur langsam. Man darf das Geschehen nicht nur oberflächlich beschreiben, man muss ganz tief in die Gefühlswelten der Figuren eintauchen. In einer Schlacht sind die Gefühle immer extrem. Deshalb reagieren die Charaktere meist verängstigt und auch die Leser sind zutiefst verunsichert. So leiden wir mit seiner Hauptfigur, die in die Welt zieht, um sie zu verbessern und mitten in das Chaos gerät. Im Schlachtengetöse werden aus Helden Männer, nicht ohne vorher alle Illusionen zu verlieren. So wie der heimliche Held in dieser Geschichte. Eine Person, der Ken Follett ganz nahe ist. Um ein richtiger Mann zu werden, braucht man sicherlich ein ganzes Leben. Aber ganz bestimmt ist Lloyds Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg ein ganz wichtiger Bestandteil seiner Entwicklung. Natürlich wurde er durch diese Erfahrung mutiger, aber auch seine politischen Ansichten entwickelten sich weiter. In den Schützengräben des Spanischen Bürgerkriegs lässt sich die Beklemmung mit Händen greifen. Ken Follett hat sich eine Herkulesaufgabe gestellt und die Last gemeistert. Natürlich vergisst er dabei nicht seine eigentliche Aufgabe als Schriftsteller und begeht nie den Kardinalfehler. Zu langweilen.